Willkommen im Bayerischen Landtag, wo in 10 Minuten um genau 13 Uhr die 203 Abgeordneten zusammenkommen im Plenarsaal hinter mir und die neue bayerische Staatsregierung bestätigen sollen. So zumindest der Wunsch des Ministerpräsidenten Markus Söder. Und damit ist dann das Kapitel Bayerische Landtagswahl einen Monat nach dem Urnengang endgültig abgeschlossen. Die Wahl vor einem Monat. Und jetzt hat sich der Landtag konstituiert, schon in der vergangenen Woche. Heute Abschluss der Regierungsbildung. Markus Söder wird in 10 Minuten beginnen, sein Kabinett vorzustellen. Dann wird der Landtag, sowohl die Regierungsfraktionen als auch die Opposition, sich darüber austauschen. Es wird eine Debatte geben und dann wird abgestimmt. Das ist in Bayern nötig, anders als auf Bundesebene, dass die Minister den Segen des Landtags bekommen für die neue Staatsregierung. Anita Fünfinger, Kollegin, wird diese Veranstaltung ab 13 Uhr im Landtag kommentieren. Die wird sie dann durch diese Veranstaltung führen. Anita, wenn ich sage, Markus Söder wird sein Kabinett vorstellen, dann können wir voller Stolz sagen, wir sind unserer Zeit etwas voraus. Wir haben schon die Namen der neuen Kabinettsmitglieder. Und spannend war das vor allem im Hinblick auf die CSU, denn die künftigen Kabinettsmitglieder der Freien Wähler kennen wir schon seit einigen Tagen. Also schauen wir mal auf das, was Markus Söder seiner Fraktion in den vergangenen 2 Stunden mitgeteilt hat. Er hat darüber in den vergangenen Tagen viel nachgedacht. Immer schwierig bei der CSU. Die ganzen unterschiedlichen bayerischen Regierungsbezirke müssen angemessen repräsentiert sein. Jetzt ist klar, wer künftig für die CSU im Kabinett sein wird. Es gibt einige Besonderheiten, einige Nachrichten. Bitte lass uns mal drauf schauen. Eine Ministerin wird entlassen. Ganz genau. Und das ist die, über die aber auch spekuliert worden ist, ob sie tatsächlich im Kabinett Söder bleibt. Es ist Melanie Hummel, die dem neuen Kabinett nicht mehr angehören wird. Sie war ja Digitalministerin. Da war schon klar, das wird sie nicht mehr bleiben, weil das Ressort an die Freien Wähler gegangen ist. Aber gesucht wurde eine neue Gesundheitsminister, weil ja der ehemalige Fraktionschef geworden ist, Klaus Holitschek nämlich. Und jetzt haben wir eine neue Gesundheitsministerin und die heißt Judith Gerlach. Ist jetzt nicht so eine. Du hast dich versprochen gerade, Melanie Hummel war Europaministerin. Und das ist sie nicht mehr, weil du sagtest Digitalministerin. Digitalministerin war die Gerlach, Judith Gerlach, die tatsächlich jetzt aufsteigt. Markus Söder hat gesagt, sie müsse sich keine großen Sorgen machen. Das hat sich bestätigt. Sie kriegt ein sehr viel gewichtigeres, größeres Amt, nämlich das Gesundheitsministerium, das bisher Klaus Holitschek innehatte, der jetzt den Fraktionsvorsitz der CSU führt. Melanie Hummel, nicht entlassen, um genau zu sein, sondern sie wurde nicht wieder ins Kabinett berufen, nach langer, langer Zeit. Sie ist die dienstälteste Ministerin gewesen des bayerischen Kabinetts. Seit 2007. Ja, aber hat offensichtlich den Ministerpräsidenten auch in diesem zuletzt ausgeübten Amt Europa nicht so überzeugt. Das war ja schon im Gesundheitsministerium so, wo sie auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie entlassen wurde, wirklich von Markus Söder ersetzt wurde durch Klaus Holitschek. Jetzt ist sie ganz aus dem Kabinett rausgeflogen, wird im dritten Kabinett Markus Söder nicht mehr vertreten sein. Aber man muss zur Wahrheit dazu sagen, das hat uns alle jetzt nicht besonders überrascht. In der CSU ist ja lange darüber gemunkelt worden, ob sie es einfach noch mal schafft, Melanie Hummel. Und jetzt ist sie eben raus. Und die große Gewinnerin, das kann man schon so sagen, ist Judith Gerlach. Die kriegt ein neues, darf man das sagen, Superministerium. Mit der Gesundheit ist ja auch nicht ohne, ein Gesundheitsministerium zu führen. Sie bekommt die Prävention dazu. Das war der CSU wichtig. Was heißt Prävention? Was können wir uns darunter vorstellen? Gesundheitsvorsorge wird immer wichtiger in einer alternden Gesellschaft. Aber auch das wird uns die CSU mit Sicherheit noch näher erklären, was es mit der Prävention denn auf sich hat. Schauen wir mal auf die weiteren neuen Kabinettsmitglieder der CSU. Außerdem wird künftig im Kabinett sein Erik Beiswenger. Er ist der Nachfolger von Melanie Hummel im Europaministerium, das ja in der Staatskanzlei angesiedelt ist, ein vergleichsweise kleines Ministerium. Erik Beiswenger, sagen wir mal so, wenn man das Landtagsgeschehen genau beobachtet, ist es niemand, der jetzt das Landtagsgeschehen besonders prägt, der sich schon einen gewaltigen Namen gemacht hätte. Aber ein paar Informationen haben wir zusammen, um ihn ganz kurz für Sie zu porträtieren, Anita. Er ist aus Schwaben und hat eine interessante Mischung, wie ich finde. Er ist nämlich Biobauer und Bankkaufmann. Da kenne ich jetzt nicht so viele mit dieser Biografie. Er ist 51 Jahre alt und wie gesagt aus Schwaben. Das ist aber auch schon das Stichwort für unser Thema, das wir auch unbedingt noch bearbeiten müssen, Achim und ich.
Schwaben musste ja wieder vertreten sein im Kabinett. Das war dem Ministerpräsidenten und der CSU ganz besonders wichtig. Bayern hat 7 Regierungsbezirke und möchte natürlich auch, dass diese alle im Kabinett mit Personen vertreten sind. Und da sprach für Erik Beiswanger natürlich auch die schwäbische Herkunft. Die Frage ist, ob die Schwaben damit zufrieden sind. Ne? Klaus Holitschek, schwäbischer Gesundheitsminister, sehr stark vertreten, sehr sichtbar. Jetzt im Kabinett als Schwabe ein Europaminister und zusätzlich wird der Bürgerbeauftragte der Staatsregierung Wolfgang Fackler ein Schwabe sein. Aber das Europaministerium ist kein besonders gewichtiges, kein starkes Ministerium. Vielleicht spielt dabei eine Rolle, dass die CSU den Blick wahrscheinlich etwas weitet, nicht nur aufs Kabinett schaut, sondern die Fraktion mit einbezieht. Und Klaus Holitschek sitzt als Schwabe jetzt eben an der Spitze der Fraktion. Mal sehen, ob den Schwaben das ausreicht, sie sich angemessen vertreten fühlen. Diese Frage, wer ist wie vertreten, welche Region Bayerns, muss man auch nach Oberfranken stellen. Werden wir heute auch noch machen im Laufe des Tages als BR24, wollen wir mal die Oberfranken fragen. Was haltet ihr davon? Ihr habt eine Ministerin verloren, nämlich Melanie Hummel als Europaministerin. Künftig ist Oberfranken noch vertreten mit einem Staatssekretär. Martin die Schöffel. Nächste neue Person der CSU im Kabinett, nämlich Staatssekretär Martin Schöffel, der im Finanzministerium von Albert Füracker, das ist ein neuer Posten im Finanzministerium, künftig mit für den Haushalt, für die Heimat zuständig sein wird. Also Martin Schöffel, der seit 2008 im Landtag sitzt, Wirtschaftsingenieur ist, der ist aus Oberfranken. Und auch noch eine Neuerung, nicht in Bezug aufs Kabinett, aber auf die Fraktion, der parlamentarische Geschäftsführer. Der heißt Michael Hofmann. Er war früher Bürgerbeauftragter und kommt eben auch aus Oberfranken. Also da hat man auch noch mal versucht, dem Proporz gerecht zu werden, damit eben all diese Regierungsbezirke gut vertreten sind. Achim hat das aber freilich angesprochen. Es gibt starke Ministerien. Wo kommen die her? Und es gibt eher schwächere. Wir haben über das Europaministerium gesprochen oder über einen Staatssekretärposten. Der ist so eine halbe Stufe schon drunter, auch wenn er gleichwertiges Kabinettsmitglied natürlich ist. Die Oberfranken und die Schwaben haben ihre Männer, in dem Fall muss man sagen, im Kabinett. Auch so ein Stichwort, Männer und Frauen. Jetzt sind 4 Frauen insgesamt im neuen Kabinett. Ich habe es mal ausgerechnet, der Frauenanteil des gesamten Kabinetts in Bayern ist auf 22% gesunken. Wir erinnern uns daran, dass Markus Söder mal Parität vor einigen Jahren versprochen hatte. Davon hat er sich im Grunde schon verabschiedet im Jahr 2022, vor etwa 1,5 Jahren, als er sein Kabinett während der Legislaturperiode umgebildet hat. Da war klar, dass seitdem die Männer auch auf CSU-Seite stärker vertreten sind. Im Grunde muss man festhalten, dass Markus Söder sich jetzt von diesem Ziel Mann-Frau-Parität im Kabinett endgültig verabschiedet hat. Wir haben darüber ja auch schon oft gesprochen. Woran liegt das eigentlich? Und wenn man CSU-Leute fragt, wo sind denn eure Frauen? Kann ja nicht sein, dass es keine gibt. Dann bekommt man stets zur Antwort, ja, aber es scheitert ja oft schon an der Listenaufstellung. Es scheitert oft schon an denen, die überhaupt in den Landtag einziehen. Ich fürchte, dass sich die Frauenquote hier an dieser Position jetzt auch verschlechtern wird, nämlich auf 0% sinken wird. Denn Anita Fünfinger wird jetzt, es ist 2 Minuten vor 13 Uhr, nach oben gehen auf die Besucher- und Pressetribüne des Plenarsaals, um von dort diese Sitzung hier zu kommentieren. Für Sie, für euch, digital BR24 und im BR-Fernsehen. Außerdem wird es auch live im Hörfunk übertragen, diese Veranstaltung. Anita geht nach oben, wird dann gleich übernehmen. Und ich will noch mal zusammenfassen, was wir wissen über das neue bayerische Kabinett. Es gibt folgende Veränderungen. Judith Gerlach, bisher Digitalministerin, ist künftig Gesundheitsministerin aus Oberfranken. Sie hat einen deutlichen Verantwortungs- und Aufgabenzuwachs damit erhalten, wird ihn erhalten. Erik Beiswanger, neu im Kabinett, wird Europaminister, folgt Melanie Hummel nach, die nicht mehr im neuen Kabinett Söder vertreten sein wird, nach langen Jahren als Ministerin und Kabinettsmitglied. Außerdem neu im Kabinett auf CSU-Seite Martin Schöffel, der Staatssekretär im Finanz- und Heimatministerium unter dem Staatsminister Albert Füracker wird. Das sind die neuen. Außerdem heute bekannt geworden der neue parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Fraktion, Martin Hofmann aus Oberfranken, Forchheim, um genau zu sein. Haushaltsexperte bisher im Landtag, Rechtsanwalt, sitzt seit 10 Jahren im Landtag. Er wird
der Fraktionsmanager sein unter dem neuen Fraktionsvorsitzenden Klaus Holitschek. Denn Tobias Reis, der das bisher gemacht hat als parlamentarischer Geschäftsführer, ist seit kurzem Vizepräsident des Landtags. Gab es tatsächlich ein Rennen? Karl Freller, der bisher für die CSU Vizepräsident war, hätte das gern weitergemacht, hat aber dann eine Wahl verloren gegen Tobias Reis, den bisherigen Geschäftsführer. Soweit nochmal der Überblick. Auf Seiten der Freien Wähler stehen die Minister und Kabinettsmitglieder ja schon seit längerem fest. Hubert Aiwanger, weiter Wirtschaftsminister, stellvertretender Ministerpräsident. Anna Stolz, neue Kultusministerin, war bisher Staatssekretärin. Fabian Mehring wird Digitalminister, folgt sozusagen Judith Gerlach nach mit einem etwas verkleinerten Ministerium. Fabian Mehring wird Mühe haben mit diesem sehr kleinen Ministerium, bisher 0,16% des bayerischen Staatshaushalts wirklich wahrgenommen zu werden. Und Thorsten Glauber wird für die Freien Wähler auf Seiten der Freien Wähler im Kabinett weiter das Umweltministerium führen. Es wird gleich losgehen hinter mir im Plenarsaal. Die Landtagspräsidentin Ilse Aigner wird diese Sitzung eröffnen. Es wird zwei Tagesordnungspunkte geben. Zunächst wird darüber beraten und abgestimmt, wie das Kabinett künftig genau aussehen soll. Ressortzuschnitt, welches Ministerium wird wie aussehen. Und dann geht es um die Besetzung. Und Markus Söder wird seine Vorschläge vorstellen, begründen, erläutern. Und dann wird es dazu eine Aussprache geben. Am Ende wird abgestimmt. Ich gebe ab in den Plenarsaal. Anita Fünfinger ist Ihre Kommentatorin. Und wir wünschen gute Informationen. Herzlichen Dank, Achim. Wir sehen uns nach dieser Sondersitzung dann wieder unten im steinernen Saal des Bayerischen Landtags. Dann werde ich mit meiner Kollegin Eva Eichmann noch mal diese Sitzung besprechen. Die Vereidigung des Kabinetts ist ja auch immer eine aufregende Sache, auch für uns Berichterstatter natürlich. Aber natürlich geht es vorrangig um die, die da heute vereidigt werden. Ganz viele davon sehe ich schon. Noch ist er nicht ganz voll, der Plenarsaal. Es müssen freilich Bilder gemacht werden, ist ja klar. Da unten sehen wir die Freien Wählerminister, in dem Fall darf ich sagen, zusammenstehen. Hubert Aiwanger unterhält sich noch mit dem neuen Digitalminister Fabian Mehring und Thorsten Glauber. Die stehen also zusammen, natürlich in feinen Anzügen, dem Anlass entsprechend. Bei der CSU ist die Bank vorne noch nicht ganz voll. Einige Herren stehen noch und warten, dass die Sitzung eröffnet wird. 13 Uhr sollte das eigentlich passieren. Jetzt haben wir es 13.02 Uhr. Wie das immer so ist, bis eben alle sitzen, dauert es halt doch dann eine ganze Weile. Jetzt sehe ich hier die ehemalige und auch künftige Sozialministerin Ulrike Scharf. Ist farbgleich mit Melanie Hummel, über die wir eben schon gesprochen haben, die nicht mehr im Kabinett vertreten sein wird. Jetzt läutet hier die Glocke und gleich wird die Landtagspräsidentin Ilse Aigner die Sitzung eröffnen. Dazu müssen jetzt aber erst noch die Kameraleute raus, die Fotografen. Aber Sie hören schon, es wird etwas leiser im Saal, bis jetzt alle Platz genommen haben und Ilse Aigner die Sitzung eröffnen wird. Dauert es vielleicht noch eine kleine Zahl. Im Moment ist noch eine ganz ordentliche Unruhe. Darf man der Aufregung schulden, die an einem solchen Tag vielleicht auch herrscht für alle. Beteiligen ist ja dann doch immer wieder etwas Neues, auch wenn es für manche nicht zum ersten Mal ist. Jetzt läutet Ilse Aigner zum zweiten Mal und jetzt wird es hier schon erheblich ruhiger. So, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf die dritte Sitzung des Bayerischen Landtags heute eröffnen. Presse, Funk und Fernsehen und Fotografen haben um Aufnahmegenehmigung gebeten. Auch diese wurde Ihnen natürlich erteilt und die Sitzung wird live vom BR übertragen. Ich darf ganz besondere Gäste heute begrüßen, nämlich den Präsidenten des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, Herrn Dr. Hans-Joachim Hessler, den Doyen des konsularischen Chors, Gabor Tordai-Leiko, die Vertreter von Kirchen- und Religionsgemeinschaften, allen voran die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Frau Dr. Charlotte Knobloch. Ebenso begrüße ich den neuen evangelischen Landesbischof in Bayern, Herrn Christian Kopp, und den Leiter des katholischen Büros Bayern, Herrn Dr. Matthias Bilafi, in Vertretung von seiner Eminenz Kardinal Marx, sowie den Archimandrit Peter Glitsch für die griechisch-orthodoxe Metropolie von Deutschland. Außerdem begrüße ich die Spitzen der Verwaltung sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Medien ganz herzlich. Und bevor wir
in die Tagesordnung eintreten, freue ich mich noch einem Geburtstagskind gratulieren zu dürfen, nämlich einem halbrunden Geburtstag darf heute feiern unser Kollege Bernhard Seidenauth. Herzlichen Glückwunsch. Zur gemeinsamen Beratung rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 1 und 2, Bestätigung der vom Ministerpräsidenten bestimmten Zahl und Abgrenzung der Geschäftsbereiche nach Artikel 49 der Bayerischen Verfassung sowie Zustimmung zur Berufung der Kabinettsmitglieder sowie zur Bestimmung der Stellvertreterin bzw. des Stellvertreters des Ministerpräsidenten nach Artikel 45 und 46 der Bayerischen Verfassung. Wer ruft hier an? Auf alle Fälle Batterie raus, nein, ist aus. So, ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich den Ministerpräsidenten des Freistaates Bayerns, den ich zugleich jetzt das Wort erteile. Eine kurze Erklärung, das Lachen hier im Saal war, weil ein Handy ziemlich laut geklingelt hat und die Verwunderung dann doch groß war, dass es offensichtlich jemand vergessen hat. Jetzt der Ministerpräsident. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, 4 Wochen nach der Landtagswahl wird heute die neue Staatsregierung vorgestellt. Woanders wird noch sondiert. Wir haben hier in Bayern nach 4 Wochen nicht nur einen Koalitionsvertrag schnell abgeschlossen, die entsprechenden Weichenstellungen für den Landtag vorgenommen mit dem Landtagspräsidium, Wahl des Ministerpräsidenten und heute auch die Vorstellung und Ernennung des Bayerischen Kabinetts. Dies ist ein ganz besonderer Tag. Es ist ein feierlicher Tag, nicht nur für diejenigen, die heute ernannt werden und vom Landtag bestätigt werden, sondern für ganz Bayern. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute diesen Tag gemeinsam begehen können. Die vollständige Regierungsmannschaft steht jetzt. Es ist wie immer eine Mischung. Auf der einen Seite ist es wichtig, Personal zu haben, auf der anderen Seite inhaltliche Weichenstellungen. Wie gesagt, eine Regierungserklärung ist es heute nicht zum Inhalt, aber wichtig ist auch, dass Personen für Inhalte stehen und Verantwortung übernehmen in schweren Zeiten. Die Bürger sind sehr verunsichert im Moment. Sie wissen nicht, was die Zukunft ist. Auf der einen Seite Energiekrisen, Herausforderungen, Kriege an vielen Stellen, Ukraine, Hamas, Terrorismus. Auch in unserem eigenen Land geht die Herausforderung, wird größer, wenn man an die jüngsten Demonstrationen vom vergangenen Wochenende denkt, wo ganz bewusst sogar für eine andere Gesellschaftsform in unserem Land geworben wird. Umso wichtiger ist es, ein Zeichen von Vertrauen, von Stabilität zu setzen, von Kontinuität, aber gleichzeitig auch von Erneuerung. Dies ist der Anspruch, der Vorschlag, der an den Bayerischen Landtag geht, heute sein soll. Kontinuität entwickeln von handelnden Personen, die schon Verantwortung übernommen haben und sich in ihren Ämtern, jedenfalls aus Sicht von mir persönlich, sehr bewährt haben, aber gleichzeitig Erneuerung zu zeigen, Weiterentwicklung, neue Möglichkeiten zu sehen in schweren Zeiten und gleichzeitig dabei natürlich darauf zu achten, dass Bayern, ein Land der Regionen, der Vielfalt, sich in diesen Regionen und auch wiederfindet in den Personen. Glauben Sie mir, als ich ein junger Abgeordneter war, dachte ich, das ist der schönste Moment, wenn man das mal entscheiden dürfte. Es ist mit die schwerste Herausforderung, solche Abwägungsprozesse vorzunehmen. Die einen freuen sich, manche sind enttäuscht und einige schmerzt es aus. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Wir haben jetzt die Herausforderung und die Verantwortung und ich nehme sie gerne wahr und stelle Ihnen jetzt sowohl die Zahl und Abgrenzung der Geschäftsbereiche als auch der Personen vor. Nach Artikel 49 der Bayerischen Verfassung bestimmt der Ministerpräsident die Zahl und die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsregierung. Und der Bayerische Landtag kann dies bestätigen. Dazu lade ich Sie herzlich ein. Hinsichtlich der Zahl und der Abgrenzung der Geschäftsbereiche treffe ich folgende Bestimmungen. Die Geschäftsbereiche der Bayerischen Staatsregierung werden künftig auf folgende Geschäftsbereiche aufgeteilt. Das Staatsministerium des Innern für Sport und Integration, das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, das Staatsministerium der Justiz, das Staatsministerium für Unterricht und Kultus, das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, das Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz, das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, das Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention und das Staatsministerium für Digitales. Im Vergleich zur bisherigen Aufstellung werden folgende Veränderungen veranlasst. Erstens,
Die Zuständigkeiten für die Jagd und das Unternehmen Bayerische Staatsforsten wechseln vom Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Wir wollen damit auch einen bewussten Beitrag setzen, auch zum Beispiel im Bereich der Staatsforsten beim Ausbau der neuen erneuerbaren Energien, wenn es um das Thema Wind geht, dies im Ministerium, das für Energie im Wesentlichen zuständig ist, zu bündeln. Die Zuständigkeiten für Forstwirtschaft und Forstverwaltung verbleiben beim Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Zweitens, die Zuständigkeiten für Tourismus sowie Gastronomie und Gaststättengewerbe und Recht wechseln vom Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie in das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus. Tourismus und Gastronomie waren bislang schon wichtige Leitökonomien für Bayern, werden es auch in der Zukunft sein. Deswegen wird der Titel drittens verändert vom Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Dort wird der Tourismus erstmals seit vielen Jahrzehnten eine alte Forderung im Titel auftauchen. Viertens, die Zuständigkeit für Veterinärkontrollen und zuständiger Vollzug in landwirtschaftlichen Betrieben, einschließlich des Tierschutzes bei der Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere, wechselt vom Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz in das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus. Wir schaffen damit einheitliche Ansprechpartner für unsere landwirtschaftlichen Betriebe bei Kontrollen und Vollzugswesen. Das Veterinärwesen insgesamt und im Übrigen verbleibt beim Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Fünftens, die Zuständigkeit für Film- und Filmförderung wechselt vom Staatsministerium für Digitales in die Staatskanzlei. Damit werden die Punkte Medienpolitik und Film wieder zusammengeführt. Und sechstens, das bisherige Staatsministerium für Gesundheit und Pflege führt künftig die Bezeichnung Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention. Wir betonen damit ganz bewusst die immer wichtiger werdende Rolle von Vorsorge, Früherkennung und Gesundheitsförderung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich bitte dann anschließend nach Artikel 49 der Bayerischen Verfassung den entsprechenden Beschluss zur Abgrenzung der Geschäftsbereiche herbeizuführen. Darüber hinaus möchte ich Sie über Folgendes informieren. Auch in der Staatskanzlei werden künftig zwei weitere Staatsminister angesiedelt werden, die ich mit Sonderaufgaben nach Artikel 50 Satz 1 der Bayerischen Verfassung betreue. Zum einen Staatsminister als Leiter der Staatskanzlei und einen Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien und Film und dann den Staatsminister für Europaangelegenheit und Internationales. Zu den Mitgliedern der Staatsregierung, die ich Ihnen heute vorschlage. Ich berufe zum Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheit und Medien, Dr. Florian Herrmann, Mitglied des Bayerischen Landtags. Zum Staatsminister für Europaangelegenheit und Internationales, Herrn Erik Beiswenger, Mitglied des Landtags. Zum Staatsminister des Innern für Sport und Integration, Herrn Joachim Herrmann, Mitglied des Landtags. Zum Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Herrn Christian Dannreiter, Mitglied des Landtags. Zum Staatsminister der Justiz, Herrn Georg Eisenreich, Mitglied des Landtags. Zur Staatsministerin für Unterricht und Kultus, Frau Anna Stolz, Mitglied des Landtags. Zum Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Herrn Markus Blume, Mitglied des Landtags. Zum Staatsminister der Finanzen und für Heimat, Herrn Albert Füracker, Mitglied des Landtags. Zum Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Herrn Hubert Aiwanger, Mitglied des Landtags. Zum Staatsminister für Umwelt- und Verbraucherschutz, Herrn Thorsten Glauber, Mitglied des Landtags. Zur Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, Frau Michaela Kanniber, Mitglied des Landtags. Zur Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Frau Ulrike Schaaf, Mitglied des Landtags. Zur Staatsministerin für Gesundheit, Pflege und Prävention, Frau Judith Gerlach, Mitglied des Landtags. Und zum Staatsminister für Digitales, Herr Dr. Fabian Mehring, Mitglied des Landtags. Weiter berufe ich zum Staatssekretär im Staatsministerium des Innern für Sport und Integration, Herrn Sandro Kirchner, Mitglied des Landtags. Zum Staatssekretär im Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, Herrn Martin Schöffel, Mitglied des Landtags. Und zum Staatssekretär im Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Herrn Tobias Gotthard, Mitglied des Landtags. Zu meinem Stellvertreter bestimme ich Herrn Staatsminister Hubert Aiwanger. Zu einer weiteren Stellvertreterin wird Frau Ulrike Scharf vorgeschlagen. Ich bitte insgesamt das Hohe Haus um die Zustimmung zu diesen Vorschlägen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist das Team Bayern und das Kabinett Bayern. Ich bin stolz auf dieses ausgewogene, besetzte Kabinett. Es verkörpert die Regionen Bayerns. Es setzt auf bewährte junge Kräfte, auf ein gutes Miteinander von Männern und Frauen. Es steht für Kontinuität und Aufbruch zugleich.
Bei der Gratulation an die Neuen ist auch gleichzeitig mein Dank an die bisherigen Kabinettsmitglieder verbunden, die ausscheiden. An Herrn Prof. Dr. Michael Pialazzolo, Herrn Roland Weigert, Herrn Klaus Holitschek und Melanie Hummel. Und lassen Sie mich das kurz sagen, alle haben hervorragende Arbeit geleistet im Miteinander in der Koalition. Ob Herr Weigert zusammen mit Hubert Aiwanger in der Wirtschaftspolitik, insbesondere sein Engagement für Raumfahrt hat mich sehr beeindruckt, weil es gerade am Anfang doch etwas umstritten war. Herr Prof. Dr. Michael Pialazzolo, dem ich danke für seine schwierige Herausforderung, die er mit großer Gelassenheit gemeistert hat. Ich glaube schon, dass er zu den ganz starken Kultusministern in der bayerischen Geschichte gehört hat. Herr Klaus Holitschek, der vor wenigen Tagen von den Gesundheitsorganisationen mit einem Riesenlob verabschiedet wurde als Gesundheitsminister, der jetzt natürlich Fraktionsvorsitzender ist und zusammen die Koalition mit Herrn Streibel im Parlament vertritt. Und ein ganz besonderes Dankeschön nach 16 Dienstjahren und unzähligen Aufbauleistungen im Gesundheitsministerium in Europa, ganz besonders auch in schweren Zeiten, über viele Jahre auch gemeinsam, Frau Melanie Hummel, die Überragendes geleistet hat. Ihnen allen ein ganz herzliches Dankeschön. Herzliches Dank. Auch wirklich alle außer der AfD-Fraktion, die versagt dem scheidenden Minister den Beifall. Es klingt vielleicht etwas formal, aber das ist die notarielle Bestätigung, die wir jetzt vornehmen für den Bayerischen Landtag. Ich sage es ausdrücklich, es hätte sowohl bei den Freien Wählern, auch bei der CSU, immer wieder auch andere Personen gegeben, die auch eine Chance verdient hätten und es auch gekonnt hätten. Am Ende sind es manchmal Abwägungsentscheidungen, die die Parteivorsitzenden zu treffen haben, die nicht immer leicht sind. Aber wir haben uns gemeinsam entschieden, das darf ich sagen, für eine richtige Mischung aus Kontinuität, Stabilität und Erneuerung und Perspektive zugleich. Ich wünsche den allen Neuberufenen viel, viel Erfolg, den Erfahrenen weiter viel Glück in der Amtsführung und gratuliere auch den Familien. Sie können jetzt auswählen, ob es schön ist, dass Ihre Ehepartner oder Freunde oder Freundinnen weniger Zeit haben oder mehr Zeit haben. Das können Sie am Ende selber entscheiden. Jedenfalls gehört Ihre Zeit jetzt im Wesentlichen Bayern und damit auch der bayerischen Staatsregierung. Herzlichen Dank, viel Erfolg und ich bitte Frau Präsidentin den Landtag um die Zustimmung zu meinen Vorschlägen. Herzlichen Dank. Damit ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch geklärt, wenn man in der bayerischen Staatsregierung mitarbeitet. Das war also der Vorschlag des Ministerpräsidenten. Jetzt erfolgt die Aussprache darüber. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben die Ausführungen des Ministerpräsidenten zur Zahl und zur Abgrenzung der Geschäftsbereiche und der Berufung der Kabinettsmitglieder gehört. Und deshalb eröffne ich jetzt die Aussprache zu diesem Bericht. Und als Erstes erteile ich für die AfD dem Kollegen Böhm das Wort. Das wird eben neu sein in dieser Legislatur, dass die AfD direkt auf den Ministerpräsidenten antwortet. Sie ist die größte Oppositionsfraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident. Das Erste, was mir in Vorbereitung meiner heutigen Rede auffiel, war der eingedampfte Zeitrahmen zu diesen Tagesordnungspunkten. Waren vor 5 Jahren noch 74 Minuten Beratungszeit angesetzt, so begnügen wir uns heute mit nur 51 Minuten. Gut möglich, einige der Kollegen fürchten zu Recht, es gäbe ansonsten ein Verfassungsviertelstündchen, in diesem Fall eines der Opposition. Aber selbst 9 Minuten sind uns genug, um den Bürgern ihre bereits im Koalitionsvertrag festgezurrten Minderleistungen zu skizzieren. Verfassungsrang in Bayern sollte vor allem Deutsch als Amtssprache haben. Wir freuen uns über Ihre Dialektoffensive, bei der die Inhalte unserer Anträge reüssieren.
Jedoch vermissen wir eine verfassungsändernde Initiative, die aufnimmt, wozu Berlin niemals in der Lage wäre. Wie wichtig Sprache als Bindemittel unserer Gesellschaft ist und wie essentiell Kultur für den Erhalt unserer bayerischen Identität ist, zeigt der Blick auf Straßen und auf Schulen. Meine Forderung nach verpflichtender Sprachstandserhebung mit dann verpflichtenden Sprachkursen im Vorschulalter wurde mir im Wahlkampf vorgeworfen. Ich würde es wagen, das Übel an der Wurzel zu packen. Mittlerweile steht sogar für die neue Kultusministerin Anna Stolz die Forderung im Raum, verpflichtende Sprachklassen einzurichten. AfD wirkt, denn nichts bremst den Lernerfolg unserer Kinder mehr als das ständige Gestörtwerden durch andere, deren Elternhäuser oft kein Interesse daran haben, die deutsche Sprache zu lernen oder deren Erlernen zu fördern. Dem entgegenzuwirken soll nun der Lehrkörper aufgestockt werden, ein weiteres Verschleiern von Migrationskosten, ein Verlagern dieser in einen anderen Haushalt und auch der Tatsache geschuldet, dass man ukrainische Kinder nicht einfach nur von ukrainischen Lehrern auf Ukrainisch unterrichten lassen kann, / darf, was sinnvoll wäre. Denn natürlich sollen sie wieder in die Ukraine zurückkehren und da ihr geschundenes Land aufbauen. Die Frage stellt sich zudem, ob mit den im Koalitionsvertrag apostrophierten 6.000 neuen Lehrern wenigstens diesmal vollzeitäquivalente Stellen gemeint sind. Ein guter Teil der 100.000 gelobten Lehrkräfte arbeitete nämlich unterhälftig. Solche Augenwischerei war Piazzolos großen Zahlen leider immanent. Die Hoffnung besteht, die neue Frau Ministerin möge die Zahlen künftig weniger beschönigen. Wo die Lehrkräfte herkommen sollen, bleibt genauso im Ungefähren wie die Provenienz der vielen pädagogisch ausgebildeten Erzieher für 50.000 Kita-Plätze von den notwendigen Kräften für die Betreuung von weiteren 130.000 Grundschülern ist hier ganz zu schweigen. Eventuell kann der zwischen den Ministerpräsidenten und dem Kanzler ausgehandelte Kompromiss bezüglich sogenannter Asylbewerber dabei hilfreich sein. Einige Tausend der in diesem Milieu beschäftigten Pädagogen können mittels Abschiebungsoffensive für solch wichtige Aufgaben leicht freigestellt werden. Die Hoffnung, dass von Bayern aus in diesem Bereich Positives bewirkt wird, erwächst auf Seite 62 ihrer Vereinbarung. Zitat: Der Bundespolizei muss es künftig möglich sein, Asylbewerber, die aus einem EU-Mitgliedstaat einreisen wollen, zurückzuweisen. Hört, hört. Da sind wir dann wieder beim Verfassungsviertelstündchen. Der Artikel 16a unseres Grundgesetzes gehört in allen öffentlichen Gebäuden gleich neben dem gelobten Kruzifix aufgehängt. Und Ihr Ministerpräsidenten, Kollegen, diesen Kollegen dürfen Sie eine gerahmte Ausführung mit Grüßen der bayerischen AfD beim nächsten Treffen mitbringen. Wer aber zuvor die Phrasen auf Seite 61 des Koalitionsvertrags verinnerlicht hat, der ist bereits vom Glauben abgefallen. Dort formulieren Sie doch tatsächlich Gründe für den Verzicht einer Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Das ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht aller rechtstreuen Bürger hier im Freistaat. Das desavouiert auch all die Arbeit der Entscheider beim BAMF und die der vielen Verfassungsrichter obenauf. Nahezu unvorstellbar, dass der Innenminister dafür sein Plazett gab. Wobei Minister Herrmann sieht Bayern im eilig zusammengeschusterten Koalitionsvertrag ja auch als den Vorreiter der Rückführung. Welch wirre Melange aus Beweihräucherung und Selbstüberschätzung. Mit knapp 6% erfolgreicher Abschiebung aller vollziehbar Ausreisepflichtigen weiß sich der Freistaat bundesweit an der Spitze. Das zeigt das ganze Desaster, in das die diversen Landesregierungen unsere bunte Republik unter der Ägide Ampelabrisstruppe schon gestürzt haben. Viele, wenn auch gewiss nicht alle derer, die hier seit 2015 laut Asyl rufen, können mit unserer Kultur genauso wenig anfangen wie mit unserem bedingungslosen Einsatz für das Existenzrecht Israels.
Der Schutz jüdischen Lebens hier in Bayern ist vielen besonders wegen der in ihren Herkunftsländern erfahrenen Sozialisation nur schwer zu vermitteln. Gut, dass es in unserem Parlament die Parteifamilie rechts der Mitte, die unsäglichen palästinensischen Angriffe ohne Wenn und Aber verurteilt. Dem linken Spektrum sei geraten, die Aktivitäten seines Vorfelds streng im Auge zu behalten. Genau diese Klientel zu beobachten, linke und islamistische Extremisten, ist die originäre Aufgabe des Verfassungsschutzes, einer nachgeordneten Behörde, die mittlerweile den Anstrich des Regierungsschutzes trägt. Übrigens auch ein gutes Thema für das Verfassungsviertelstündchen bei den Schülern, die mittlerweile fast zu einem Viertel AfD wählen. Nämlich denen zu erklären, wie es denn mit rechtsstaatlichen Mitteln zu vereinbaren ist, dass man als Regierung dafür Sorge trägt, dass die einzige relevante Oppositionspartei beobachtet werden soll. Ich bin mir sicher, dass es Dinge in unserem Freistaat gibt, die die Menschen mehr fürchten als eine lautstarke Opposition. Subsumieren kann man das in einem einzigen kurzen Satz. Die Bürger haben Angst, nicht mehr Herr im eigenen Haus zu sein. In diesem Sinn konnte Bayern weder mit dem Koalitionsvertrag noch bei der Konferenz der Ministerpräsidenten wirklich wirken. Weiter ungezügelter Familiennachzug, weiter milliardenteure Aufnahmeprogramme, weiter der ungebremste Griff in die Taschen bayerischer Steuerzahler. Kein Gedanke an ein wuchtiges Migrationsabkommen, wie Großbritannien es umsetzen will oder wie Italien es gerade gestern Abend mit Albanien ausgehandelt hat. Aber gerade Sie, Herr Ministerpräsident, als Afrika-affiner Ministerpräsident, hätten die notwendigen Kontakte. Der Koalitionsvertrag spricht episch davon, die Afrika-Strategie Bayerns nun auch auf Kenia auszuweiten. Sagen Sie dem nun zuständigen Minister Beiswanger, er möge es einfach bei Äthiopien belassen und sich intensiv um ein Migrationszentrum in Addis Abeba bemühen. Dann hätte die bayerische Repräsentanz dort, wie bisher noch nie irgendetwas bewirkt hat, außer NGOs zu beheimaten, endlich ihren Sinn gefunden. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zum Ende meiner Rede will ich es nicht versäumen, den heute berufenen Kabinettsmitgliedern im Namen unserer ganzen Fraktion eine glückliche Hand und viel Erfolg bei ihrem Schaffen zu wünschen. Gott mit Ihnen und wir alle gemeinsam für unsere bayerische Heimat. Dankeschön. Martin Böhm von der AfD hat sich also an der Migrationspolitik der Staatsregierung und auch der Bundesregierung in Berlin abgearbeitet. Und das hat der Ministerpräsident Markus Söder beantwortet mit einem Spielen am iPad. Auf der Tagesordnung Bestätigung der vom Ministerpräsidenten bestimmten Zahl und Abgrenzung der Geschäftsbereiche sowie Zustimmung zur Berufung der Kabinettsmitglieder zur Bestellung des stellvertretenden Ministerpräsidenten. Das steht auf der Tagesordnung und es ist sozusagen die Debatte, die heute geführt wird. Als nächstes erteile ich das Wort dem Kollegen Streibel für die Freien Wähler. Und genau deswegen gab es eine Ermahnung, weil er nicht zur Sache gesprochen hat. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Ministerpräsident, heute setzen wir den Abschluss zu den Koalitionsverhandlungen und den Startschuss für den Beginn der bayerischen Staatsregierung. Letzte Woche haben wir das Landtagspräsidium gewählt, die Frau Präsidentin, den Herrn Ministerpräsidenten gewählt. Heute wird das Kabinett bestimmt und dann ist Bayern wieder arbeitsfähig und wir können voll loslegen. Meine Damen und Herren, dafür mein Dank. Auch speziell an unseren Koalitionspartner, auch besonders an Sie, Herr Ministerpräsident, dass wir in dieser überragend schnellen Zeit und Arbeitsweise das so hinbekommen haben, was für Deutschland und andere Bundesländer ein Vorbild sein könnte in der Regierungsarbeit und in der Regierungsbildung, meine Damen und Herren. Der Zuschnitt der Häuser und die Auswahl der Personen, die diese leiten dürfen,
ist dem geschuldet, was der Wähler gewählt hat, nämlich diese Koalition. Und von daher werden wir in dem Sinn auch weitermachen. Und ich denke, wir können hier für eine gute Zusammenarbeit zurückblicken und auch eine zu gute Zusammenarbeit für die Zukunft garantieren. Und heute, meine Damen und Herren, liebe neue Kabinettsmitglieder, werden Sie auf die Bayerische Verfassung vereidigt. Und diese Verfassung hat aber nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Denn unsere Verfassung ist nicht nur ein rechtliches Dokument, sie ist ein lebendiges Symbol für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Sie ist ein Symbol für die Liberalitas Bavarica, für einen Kulturstaat und einen Sozialstaat. Und sie verkörpert die grundlegenden Werte unserer Gesellschaft und die Werte, die unsere Gesellschaft so besonders machen, nämlich den Fortschritt und die Tradition, die hier in Einklang gebracht werden. Sie betont die Würde und die Freiheit eines jeden Einzelnen und legt die Grundlage für eine tolerante, offene Gesellschaft. Sie schützt die Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit und viele andere bürgerliche Freiheiten. Und sie ist der Grundpfeiler für unsere moderne Demokratie. Sie etabliert die Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative, Judikative und hat ein ausgewogenes Gleichgewicht an gegenseitiger Kontrolle. Meine Damen und Herren, wir haben eine wunderschöne Verfassung, die die Architektur unserer Regierung bildet und nachgibt. Und wenn diese Verfassung der Stützpfeiler ist für die Regierung, so ist der Koalitionsvertrag unser Pflichtenheft, das wir in den nächsten 5 Jahren abarbeiten werden. Und dazu wurde durch den heutigen Vorschlag des Herrn Ministerpräsidenten diese Koalition optimalst aufgestellt, dass wir die Aufgaben, die in der Zukunft auf uns zukommen, optimalst leisten und ableisten können. Und in dem Sinn wünsche ich Ihnen allen, die Sie heute berufen werden, viel, viel Glück und eine sichere Hand für den Dienst im Land. Und wir sind immer im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ich glaube, dieser Dialog ist das ganz Wichtige, was eine Staatsregierung, ein Parlament auch ausmacht, dass wir immer im Gespräch mit allen gesellschaftlichen Gruppierungen sind, im Gespräch mit den Menschen vor Ort sind, im Gespräch mit unseren Bürgerinnen und Bürgern, dass wir hier die Sorgen und Nöte ernst nehmen und dass wir hier eine Politik machen, die den Menschen Sicherheit gibt, die sie den Menschen Zuversicht gibt. Eine Politik, auf die sich die Menschen verlassen können, wo sie wissen, auf was sie hier haben. Eine Politik, wo sie wissen, hier kommen keine komischen Überraschungen. Und eine Politik, die Sicherheit bietet, ist eine Politik, die den Menschen die Ängste nimmt. Und damit ist es eine Politik, die das beste Mittel ist gegen jeden Extremismus und Fanatismus. Und es ist eine Politik, wenn die Menschen keine Angst mehr haben, sondern Zuversicht und Sicherheit haben, die diese Staatsregierung vermitteln wird. Es ist eine Politik, die gerade unseren rechten Rand das Lebenselixier nehmen wird. Denn dieser rechte Rand lebt von der Angst der Menschen. Und diese Angst müssen wir den Menschen nehmen, sondern wir müssen den Menschen Zuversicht geben. Dass sie wissen, in welchem Staat sie leben und dass sie froh und stolz sein können auf diesen Staat. Auf diesen Staat, der durch diese Staatsregierung geleitet und geführt wird und das Schicksal auch mitbestimmt wird. Und das ist eine große Herausforderung. Aber ich glaube, dass wir jetzt uns so aufstellen, diese Herausforderung gut meistern und annehmen zu können. Und in dem Sinn meine Gratulation an alle, die heute ein neues Amt bekommen, diese Herausforderungen anzunehmen. Da bin ich mir sicher, dass die, die ein Amt weiterführen, haben schon unter Beweis gestellt, sie können es. Und mein besonderer Dank an diejenigen, die ausgeschieden sind, gerade aus unseren Reihen,
Herr Professor Michael Piazzolo und Herr Roland Weigert, die einen sehr guten Job, eine gute Arbeit im Kultusministerium und auch im Wirtschaftsministerium, gerade in Zeiten besonderer Herausforderungen geleistet haben. In Zeiten, in denen wir nicht nur einen Koalitionsvertrag abgearbeitet haben, sondern mit Herausforderungen, ja, jetzt hätte ich gesagt, fast biblischen Ausmaßes konfrontiert waren mit Pandemie, wo es nicht einfach war, eine Schulfamilie durch diese Pandemie zu führen, mit unaufgeregt, mit sicherer Hand und zum Wohl von dieser Schulfamilie. Das war eine großartige Leistung. Und dafür dir, Michael, mein ganz besonderer Dank. Und auch dir, lieber Roland, diese Zeit der Pandemie war gerade für die bayerische Wirtschaft eine große Herausforderung. Und da war es gut, einen solchen Staatssekretär hier zu wissen. Aber was für mich jetzt als Fraktionsvorsitzender natürlich auch schön ist, diese Expertise, dieses Wissen auch wieder in der Fraktion da zu haben, dass wir hier in der Fraktion auch wieder noch stärker dastehen, wie wir vorher schon waren. Aber das ist auch die Sache, dass starke Fraktionen starke Regierungen bedingen, starke Fraktionen starke Regierungen tragen, starke Fraktionen durch eine schwierige Zeit hindurchtragen und hindurchführen können. Und das Zusammenspiel zwischen Regierung und Fraktionen ist immer ein besonderes, was unsere Demokratie ausmacht. Und in dem Sinn, bleiben wir im Dialog mit unseren Bürgerinnen und Bürgern, bleiben wir untereinander im Dialog, bleiben wir im Dialog mit Staatsregierung, Parlament. Und ich denke, die Herausforderungen werden mit dieser Aufstellung, die wir heute beschließen, werden wir in den nächsten 5 Jahren gut und sicher meistern können. Und wir unterstützen gerne den Vorschlag des Herrn Ministerpräsidenten. Dankeschön. Also sehr persönliche, verbindliche Worte von Florian Streibel, dem Fraktionschef der Freien Wähler, der sich explizit nochmal bei den scheidenden Kabinettsmitgliedern bedankt. Die Grünen, die Kollegin Katharina Schulze. Und jetzt kommt die neue Fraktionschefin, die alleinige der Grünen, Katharina Schulze. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Kolleginnen und Kollegen. Nach jedem Wahlkampf haben die Bürgerinnen und Bürger das Wort. Sie entscheiden am Wahltag darüber, wie der Bayerische Landtag aussieht und wie auch die nächste bayerische Staatsregierung aussieht. Viele Bürgerinnen und Bürger warten gespannt. Was hat sich die neue Regierung vorgenommen? Werden meine Wünsche und Bedürfnisse aufgegriffen? Wie schafft die neue Regierung, unser Land zukunftsfest aufzustellen? Und dann haben Sie Ihren Koalitionsvertrag veröffentlicht. Und dieser Koalitionsvertrag atmet die vollkommene Ambitionslosigkeit dieser Kraftlos-Koalition. Und das, Kolleginnen und Kollegen, das ist bitter, bitter für die Menschen in Bayern. Denn Bayern braucht eine starke Regierung, eine Regierung, die die notwendigen Veränderungen anpackt. Wir wollen unseren Wohlstand erhalten, wir wollen das Klima schützen, wir wollen, dass jedes Kind die gleichen Startchancen hat und dass alle Menschen in diesem Land frei und sicher leben können. Und in Zeiten dieser großen Krisen braucht es deshalb konkrete Lösungsvorschläge für die vielen Herausforderungen. Und es braucht Politikerinnen und Politiker, die mutig und beherzt die Herausforderungen angehen, die kreativ sind, die teamfähig sind, die Lust haben, Neues zu lernen und die vor allem das, wir haben das immer schon so gemacht, hinter sich lassen. Jetzt wurde heute das neue Kabinett vorgestellt und jetzt liegt es an Ihnen. Ich wünsche allen berufenen Ministerinnen und Ministern und den Staatssekretären alles Gute, viel Kraft und immer gute Entscheidungen für die Menschen im Land. Und auch an dieser Stelle danke an die Kabinettsmitglieder für die letzten 5 Jahre, die jetzt nicht mehr dabei waren, sind.
Und Herr Söder, Sie haben ja bei Ihrer Einbringung darüber berichtet, dass Ihnen wichtig ist, dass das Kabinett vielfältig ist. Stadt, Land, die verschiedenen Regionen. Aber Sie haben die Hälfte der Bevölkerung mal wieder nicht im Blick gehabt. 2020 haben Sie mit großem Tamtam angekündigt, Sie wollen ein paritätisches Kabinett. Dabei haben Sie damals schon einen Rechentrick angewandt, weil Sie haben nur sich die CSU-Ministerinnen und Minister angeschaut. Und jetzt ist der Frauenanteil in diesem Kabinett erneut gesunken. Von 27% auf 22,2. In Zahlen von 18 Kabinettsmitgliedern sind nur noch 4 Frauen. Und ich sage mal ganz klar und deutlich, das ist ein Armutszeugnis. Das ist ein Armutszeugnis für alle Frauen in diesem Land. Denn Frauen sind die Hälfte der Gesellschaft und sie haben eine angemessene Repräsentation verdient. Und wir haben ja nicht nur im Kabinett einen niedrigeren Frauenanteil, wir haben es auch hier im Parlament. Auch hier ist im Parlament der Frauenanteil erneut gesunken. Und ich weiß, nach jeder Wahl gibt es Krokodilstränen von konservativer Seite. Ach, wir müssen was ändern und dann passiert nichts. Und deswegen möchte ich diesen Moment nutzen und Ihnen die Hand reichen und sagen, lassen Sie uns die nächsten 5 Jahre daran arbeiten, dass wir in 5 Jahren nicht wieder das gleiche Bild haben, sondern dass wir kluge Maßnahmen ergreifen, dass die Frauen angemessen zu ihrer Bevölkerungsanteil auch hier vertreten sind, Kolleginnen und Kollegen. Ein paar Nicken, auf euch komme ich zu. Gut. Kolleginnen und Kollegen, in der Politik gibt es ja die 100-Tage-Frist, in der man sich einfindet, im neuen oder im alten Amt, und danach sollte man die großen Erfolge verkünden. Und damit Sie dann auch in 100 Tagen Erfolge verkünden können, dachten wir Grüne, bringen wir Ihnen mal ein paar Anregungen mit. Ich fange mal mit dem Zentralen an, nämlich dem Grundsätzlichen, dem Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen, dem Schutz unserer Heimat, dem Schutz unseres Klimas. Und da kommt dem Umwelt- und dem Wirtschaftsministerium eine große Aufgabe zu. Es braucht endlich ein verbindliches Flächensparziel, damit unsere Heimat nicht weiter zubetoniert wird und der Artenschutz erhalten wird, und natürlich der wirksame Schutz unseres Wassers. Darüber hinaus braucht es endlich konsequenten Klimaschutz. Und da gucke ich alle Ministerinnen und Minister an, denn Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Aber das, was in Ihrem Koalitionsvertrag steht, ist eine Bankrotterklärung für den Klimaschutz. Sie haben keine verbindlichen Ziele festgehalten. Sie loben sich jetzt damit, dass Sie 1000 neue Windräder bis 2030 bauen wollen und denken, es reicht. Aber haben Sie, und da schaue ich den Wirtschaftsminister an, haben Sie sich da schon mal darüber Gedanken gemacht, dass andere Bundesländer heute schon mehr Windräder betreiben, als Bayern dann im Jahre 2030 haben wird, wenn Sie es überhaupt schaffen, das umzusetzen? Und alleine an dem Beispiel sieht man doch schon, dass Sie die epochale Aufgabe nicht verstanden haben. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist der Schlüssel für Klimaschutz und für den Wohlstand in unserem Land. Und darum unser Appell an Sie, werden Sie ambitionierter. Und Herr Aiwanger, da reicht es nicht, stolz sein eigenes Wasserstoffauto in jede Kamera reinzufahren und Wasserstoff als das Allerheilmittel zu sehen. Für Wasserstoff braucht man mehr erneuerbare Energien, und da müssen Sie erst mal liefern. Bauen Sie die Leitungen, die Verteilernetze, die Solaranlagen, die Windräder. Machen Sie Dampf und werden Sie endlich schneller. Das braucht nicht nur das Klima, sondern dann, das braucht auch die bayerische Wirtschaft. Und apropos Wirtschaft, sowohl die Zuschnitte der Ministerien als auch im Rahmen der Koalitionsverhandlungen konnte man ja irgendwie sehr stark den Eindruck gewinnen, Ministerien werden jetzt nur noch nach den persönlichen Vorlieben der Verhandler zugeschnitten. Das ist ehrlich gesagt politisches Kabarett, denn was hat bitte schön das Jagdrecht mit der Industriestrategie und dem Erhalt unseres Wohlstands zu tun? Das kann man schon mal diese Frage stellen. Und dadurch, dass Sie jetzt das Jagdbereich in das Wirtschaftsministerium gebracht haben, wurde der Waldumbau und die Jagd feinsäuberlich getrennt. Und auch an diesem Beispiel, Herr Söder, sieht man, dass Sie von Klimaschutz nicht die Ahnung haben, die Sie eigentlich haben müssten. Denn wenn wir Klimaschutz und einen Waldumbau in einer Hand betreiben wollen, dann muss Wild-, Jagd- und Waldumbau weiter in einer Hand sein und zusammen gedacht werden. Und das haben Sie so nicht gemacht. Applaus
Dann kommen wir zu dem anderen großen Thema, der Sozial- und der Bildungspolitik. Die Liste, was da zu tun ist, ist endlos. Ich gucke die beiden Ministerinnen an. Ich glaube, das wissen Sie auch. Die Aufgaben, die Sie haben, sind gewaltig. Angefangen von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Unterstützung der häuslichen Pflege, daran zu arbeiten, dass Menschen, die in den sozialen Berufen bessere Arbeitsbedingungen haben, die Liste ist lang. Ich möchte mich aufgrund von Zeitgründen auf ein Thema konzentrieren, und das sind die Kleinsten in unserer Gesellschaft. Wie schaffen wir es, dass jedes Kind die gleichen Startchancen bekommt? Und ich glaube, ein zentraler Schlüssel ist, dass das Sozialministerium mit dem Bildungsministerium enger zusammenarbeitet, dass wir Bildungspolitik als eins begreifen, von der Kita bis über die Schule und darüber hinaus. Und das bedeutet eine engere Verzahnung, und das beginnt bei der Kita, geht weiter über den Recht auf Ganztag, der in 3 Jahren hier eingeführt wird und wo ein riesen Aufgabenfeld vor Ihnen liegt. Und ich kann nur an Sie appellieren, bitte machen Sie das Beste draus. Für unsere Kinder, für die Eltern und vor allem auch für die Menschen in den sozialen Bereichen. Sie haben es verdient, eine starke Stimme im bayerischen Kabinett zu haben. Und wir begleiten Sie dort gerne. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen vom Kabinett, gilt übrigens für Sie alle. Als Grüne sehen wir uns als Impulsgeberin hier in diesem bayerischen Landtag. Und wir werden auch weiterhin unsere Ideen und Anregungen Ihnen vorlegen. Und ich glaube, es würde, wenn man über einen neuen Politikstil spricht und dafür, dass die Gesellschaft doch wieder mehr zusammenrücken sollte, doch auch mal gut sein, wenn die guten Anregungen der demokratischen Oppositionsfraktionen auch Gehör finden werden. Sie können sich sicher sein, wir werden sie Ihnen vorlegen. Und dann werden wir Sie auch daran messen, ob Sie diese Sachen nachgehen oder eben nicht. Denn eine Sache ist für uns Grüne klar: Uns liegt das Wohl der Menschen in Bayern am Herzen. Wir möchten mitgestalten, wir möchten mit daran arbeiten, dass wir diese großen Herausforderungen lösen können. Jetzt sind Sie heute frisch ernannt. Alles Gute Ihnen und ein glückliches Händchen. Sagt also Katharina Schulze, die Fraktionschefin der Grünen, die den Ministerpräsidenten noch mal daran erinnert hat, dass in seinem neuen Kabinett nur 4 Frauen sitzen werden. Er hat ursprünglich mal Parität versprochen. Und jetzt spricht Florian von Brunn, SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Ministerpräsident. Vor 105 Jahren hat der unabhängige Sozialdemokrat Kurt Eisner die Monarchie beendet und den Freistaat Bayern ausgerufen. Wir haben natürlich andere Probleme als damals, Gott sei Dank. Aber wir stehen trotzdem vor großen Herausforderungen für unsere Demokratie, unsere Gesellschaft und unsere Zukunft. Und deshalb möchte ich dem neuen Kabinett vor allem viel Erfolg und Glück wünschen im Interesse der Menschen in Bayern. Ihre Regierung, Herr Ministerpräsident, muss die Weichen für eine gute Zukunft stellen. Es geht jetzt darum, Bayerns Wirtschaft fit zu machen für die Welt von morgen. Es geht darum, gut bezahlte Arbeitsplätze zu erhalten und damit soziale Sicherheit für viele Menschen, für viele Familien. Und es geht darum, die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft umzusetzen, gemeinsam mit den Beschäftigten. Also Wohlstand und Klimaschutz voranzubringen und das ohne die wirtschaftliche Dynamik und die soziale Gerechtigkeit zu gefährden. Die Energiewende, um ehrlich zu sein, bleibt eine enorme Herausforderung. Ich habe noch mal nachgeschaut, wie viele Windräder denn in Bayern neu gebaut worden sind in diesem Jahr. Bis Ende Oktober waren es 6. In 10 Monaten nur 6 Windräder. In ganz Deutschland wurden in diesem Jahr bisher 633 Windräder gebaut. 633-6. Das heißt, wir sind nicht mal bei einem Hundertstel dessen, was im restlichen Deutschland gebaut wurde. Dabei hat Bayern fast 20% der Fläche Deutschlands und fast 16% der Einwohner. Da sollte eigentlich jedem klar sein, so gelingt die Energiewende und die Transformation der Wirtschaft nicht. Und das können Sie auch nicht schönreden, das würde ja auch niemand nutzen. Nein, die Konsequenz ist doch klar. Wir müssen endlich den Turbo zünden für die Windkraft bei der Energiewende insgesamt. Und das geht nicht mit einem Weiter-so, Herr Ministerpräsident. Und da muss ich in die gleiche Kerbe schlagen wie meine Vorrednerin. Ich bin etwas skeptisch, ob es der richtige Schwerpunkt ist, aus dem Wirtschaftsministerium ein Amt für Wirtschaft, Forst und Jagd zu machen.
Laptop und Lederhose ja, aber Wildschwein statt Weitsicht, Treibjagd statt Transformation, das ist der falsche Weg. Wir brauchen ein echtes Ministerium für Wirtschaft und Zukunft und kein Wünsch-dir-was- und Folklore-Ministerium für Herrn Aiwanger. Herr Bernreiter, das Verkehrsministerium darf keine Dauerbaustelle bleiben wie die zweite Stammstrecke. Wohnen, Bauen, Verkehr, das muss jetzt vorangehen. Packen Sie das an und sorgen Sie für bezahlbare Wohnungen und einen guten öffentlichen Verkehr in ganz Bayern. Und im Sozialministerium, erstmal herzlichen Glückwunsch, Frau Scharf, zur Vizeministerpräsidentin. Auch wenn wir uns deutlich mehr als 4 Frauen im Kabinett gewünscht haben, Gleichstellung funktioniert unserer Meinung nach anders, verehrte Damen und Herren. Im Sozialministerium brauchen wir mehr Einsatz für das Thema Arbeit als bisher. Das steht ja nicht zum Spaß im Namen, das hoffe ich zumindest. Das Thema Fachkräfte, das ist die Schlüsselfrage für eine gute Zukunft unseres Freistaats. Das muss jetzt Schwerpunkt der bayerischen Politik werden, verehrte Damen und Herren. Ohne genügend Arbeitskräfte gibt es keinen Wohlstand, keine starke Industrie, keine gute Pflege in Krankenhäusern und Altenheimen, keinen funktionierenden öffentlichen Verkehr. Und man kann diese Liste noch weiter fortsetzen. Das muss jetzt angepackt werden. Wer genügend gut qualifizierte Arbeitskräfte will, der muss sie gut entlohnen. Der muss für bezahlbare Wohnungen sorgen, gute Kinderbetreuung schaffen. Und der muss dafür sorgen, dass wir zusätzlich Arbeitskräfte gewinnen. Und wir stimmen ja Gott sei Dank überein, dass Asylbewerber viel schneller als bisher arbeiten sollen. Das lese ich zumindest in Ihrem Koalitionsvertrag. Dann packen Sie das jetzt an, Herr Ministerpräsident. Und ich orientiere mich an Ihren Forderungen an die Ampel. Bis zum Jahresende sollten Ihre Pläne dafür auf dem Tisch liegen, verehrte Damen und Herren. Für den Freistaat der Zukunft brauchen wir mehr Geschwindigkeit bei Planung und Genehmigungen. Wir gehen das jetzt in Berlin an. Die Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler war ein wichtiger Schritt. Aber das heißt natürlich nicht, dass Sie sich hier in Bayern zurücklehnen können und nach Berlin schauen. Nochmal, nur 6 Windräder in diesem Jahr, das zeigt, wie dringend notwendig ein Reset auch in Bayern ist, verehrte Damen und Herren. Und diese ganzen Aufgaben erledigen sich nicht von selbst. Sie werden nicht durch Polit-PR oder Märchenkönigtum gelöst. Das hat schon vor über 100 Jahren nicht funktioniert. Diese Aufgaben verlangen verantwortungsvolle Politik. Sie erfordern klare Konzepte und entschlossenes Umsetzen. Arbeitskräfte, Transformation und Energiewende, das sind die entscheidenden Fragen für ein zukunftsfähiges Bayern. Diese Themen müssen an der ersten Stelle kommen. Und sie liegen natürlich, Herr Söder, in der Verantwortung des Ministerpräsidenten. Und an dieser Verantwortung werden wir Sie auch messen. Es geht um Verantwortung statt Populismus. Warum sage ich das? Wir sind beim Migrationsgipfel gemeinsam ein gutes Stück weitergekommen. Das haben die demokratischen Parteien und auch die Unionsministerpräsidenten gerade gezeigt. Wir unterstützen die Kommunen, wir steuern und bringen Ordnung in die Migration. Aber kaum ist der Gipfel vorbei, geht es los. Sie reden die Ergebnisse schlecht. Sie stellen nach einem hart erarbeiteten Kompromiss sofort wieder die Lösungskompetenz der demokratischen Parteien in Frage. Ich sage, das nützt nur den Falschen. Damit liefern Sie den Stoff für die, die auch hier ganz rechts außen sitzen, Herr Söder. Und besser wäre es, wenn Sie sich bei uns in Bayern um das Thema Migration kümmern. Sie können viele Integrationsfragen hier anpacken und das zur Chefsache in der Staatskanzlei machen. Fragen, die die Bildung betreffen oder die Arbeitsmarktintegration. Lassen Sie uns lieber diese Probleme lösen, statt Probleme zu beschwören und die extreme Rechte zu bekämpfen, statt ihr neuen Stoff zu liefern. Das ist der bessere Weg für die Menschen in Bayern und für die Demokratie. Und in diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine glückliche Hand und freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem neuen Kabinett zum Wohle Bayerns. Und weil ich noch 7 Sekunden habe, da Sie alle Mitglieder des Bayerischen Landtags sind, freuen wir uns auch, Sie hier immer im Parlament zu sehen und natürlich besonders gerne den Ministerpräsidenten, damit wir hier auch gemeinsam diskutieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Da freut sich dann auch der Ministerpräsident. Ihm war ja vorgeworfen worden, in der letzten Legislaturperiode nicht oft genug da gewesen zu sein im Parlament. Und die Runde ist jetzt einmal durch sozusagen. Jetzt ist wieder die CSU in der Rednerliste an der Reihe in Form von Klaus Holitsch. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Ministerpräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dass die Opposition kritisieren muss, ist ihr gutes Recht. Aber sie muss auch anerkennen, dass wir heute hier gemeinsam stehen aufgrund eines Wahlergebnisses und eines eindeutigen Auftrags der Bürgerinnen und Bürger des Freistaats Bayern, meine Damen und Herren. Das ist das Thema. Und ich finde, dieses Land ist wirklich großartig. Es ist ein großartiger Innovationsstandort. Es ist Heimat und Zukunft. Es ist Stabilität und Zusammenhalt. Das ist der Verdienst der Menschen in diesem Land, meine Damen und Herren, aber auch der Verdienst einer klugen Politik, die über die Jahre auch die Rahmenbedingungen geschaffen hat. Und daran wollen wir gemeinsam anknüpfen. Und deswegen will ich an dieser Stelle allen danken, die an dieser Politik mitgearbeitet haben, die in unserer Demokratie wichtig sind. Ich will aber auch die Chance nutzen, weil ich viele Amtschefinnen und Amtschefe hier der Ministerien auch auf der Tribüne sehe, Ihnen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ministerien mal zu danken. Auch Sie leisten großartige Arbeit für unser Land, meine Damen und Herren. Und die Zustimmungswerte zur Arbeit der Staatsregierung waren gut. Und sie sind ein klarer Auftrag, auch jetzt weiterzuarbeiten, ein klarer Wählerauftrag. Und wenn ich noch mal zusammenfassen darf, dann ist das Angebot der Ampelparteien von Grün, SPD und FDP gerade einmal 25% der Wähler in Bayern, die davon überzeugt waren. Das muss man an dieser Stelle auch noch mal wahrnehmen und auch noch mal ansprechen dürfen. Ich möchte aber noch mal einen herzlichen Dank aussprechen an die, die heute aus dem Kabinett ausscheiden. Weil ich glaube, man darf das nicht vergessen, was dort für Grundlagen gelegt worden sind in langen Jahren. Und ich möchte die Melanie Hummel an dieser Stelle noch mal besonders erwähnen, die seit 2007 in verschiedensten Funktionen in diesem Land sich eingesetzt hat für Gesundheit und Pflege, das Ministerium etabliert hat damals und jetzt auch großartig für das Thema internationale Beziehungen für Bayern in Europa gearbeitet hat. Liebe Melanie, du hast große Spuren für dieses Land hinterlassen und ich möchte dir noch mal sehr, sehr herzlich danken und vergelt's Gott sei Dank. Und ich möchte in diesen Dank natürlich auch die Kollegen der Freien Wähler mit einbeziehen, Herrn Professor Michael Piazzolo und auch den Kollegen Roland Weigert, die ich in meiner Zeit im Kabinett als exzellente Vertreter der Bürgerinnen und Bürger kennenlernen durfte, als besonders engagiert in vielen Bereichen und auch hier nochmal ein herzliches Vergelt's Gott an beide. Und wir wissen, dass die Berufung in die Staatsregierung immer eine Berufung auf Zeit ist. Und deswegen ist es gut, dieses Amt und diese Ämter mit Demut anzugehen und zu wissen, dass es eben ein Zeitraum ist, wo man ein besonderes Privileg auch genießt, gestalten zu dürfen, sich mit voller Kraft einzusetzen für dieses Land. Es ist ein Privileg, das wir haben, und wir dürfen es nur zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger ausrichten. Und dieses Kabinett ist mitnichten eines, das keine Kraft ausstrahlt. Es ist ein Kabinett von Männern und Frauen, die mitten im Leben stehen, die Erfahrung haben in ihren Berufen, die tatsächlich auch mit großer Kraft diese Themen nach vorne bringen. Und sehen Sie es mir nach, wenn ich mal sage, wenn ich heute im Bundestag mal spreche, wie unlängst,
Da sind Leute drin, die teilweise keinen Abschluss mehr, keine Ausbildung mehr haben. Die erzählen ihnen aber, wie die Welt funktioniert. Wir haben hier tolle Männer und Frauen. Und dazu kommt es, dass auch unsere Heimat abgebildet ist, dass die Verwurzelung in der Region vor Ort etwas ganz Entscheidendes ist. Wir sind hier nicht in einem Elfenbeinturm. Wir müssen draußen im Land Rede und Antwort stehen, im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und auch dafür steht dieses Kabinett in der Zukunft, für Bürgernähe, für Dialog und für vor Ort Gespräche. Und das ist das Ziel einer Politik. Und ich will Ihnen noch mal ganz klar sagen, weil jetzt das Thema Migration und all die Dinge wieder gekommen sind. Die beste Arbeit ist darin, dass wir die Dinge endlich umsetzen, über die wir jahrelang reden, meine Damen und Herren. Das müssen wir jetzt tun. Wir müssen es jetzt tun in Berlin. Nein, nein, wir müssen in Berlin dort die Dinge jetzt tun, die dort angekündigt werden und nicht erst in 2 Jahren. Es muss jetzt funktionieren, meine Damen und Herren. Das ist das Ziel. Und deswegen hat der Ministerpräsident doch völlig recht, wenn er noch mal sagt, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es muss jetzt weitergehen, weil das den Menschen auf den Nägeln brennt. Und diese Dinge müssen wir liefern dort, wo sie auch geliefert werden müssen. Und da ist ein Teil der Wahrheit in Berlin, meine Damen und Herren, und nirgendwo anders. Das muss man auch ansprechen können. Und ich will Ihnen... Ich will Ihnen auch sagen, dieser Koalitionsvertrag atmet nicht die Luft von irgendetwas Altem, von irgendetwas Modernen, sondern er atmet die Luft von dem Willen, den Menschen mehr Verantwortung zu geben, mehr Mut, mehr Entscheidung, dieses Land zu entfesseln von Bürokratie, von Regulierung. Das ist der Atem dieses Koalitionsvertrags und das ist die Botschaft für die nächsten 5 Jahre, meine Damen und Herren, und nichts anderes. Und ich freue mich sehr auch, dass wir in dieser Kabinettsbildung und in dieser Struktur der einzelnen Ministerien auch bestimmte Dinge vorgenommen haben, die wirklich gut und wichtig sind. Dass der Tourismus, ich bin ja ein alter Touristiker, das muss ich gestehen, war 12 Jahre Bürgermeister eines Kurorts, deswegen liegt mir das immer noch am Herzen, dass der Tourismus jetzt eine neue, herausragende Funktion bekommt in einem Landwirtschaftsministerium. Das ist wirklich für die Zukunft ein großer Gewinn und ich kann der Kollegin Michaela Kaniber nur sehr herzlich gratulieren. Der Tourismus ist eine Leitökonomie für diesen Freistaat, meine Damen und Herren. Insofern werden Sie sehen, dass wir die Dinge aus diesem Koalitionsvertrag mutig anpacken, uns diesen Herausforderungen stellen. Kontinuität, Verlässlichkeit und Bürgernähe. Das ist die Antwort auf Ideologie und Erziehung, wie sie von anderen gewollt ist. Wir wollen mit den Menschen Politik gestalten. Und wenn Sie den Klimawandel ansprechen, dann geht es nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht um eine Versöhnung von Ökonomie und Ökologie mit den Menschen, meine Damen und Herren, und nicht gegen die Interessen der Menschen. Das ist das Thema. Und ich glaube, wir haben das auch in den Jahren zuvor eindeutig bewiesen. Insofern starten wir kraftvoll in diese neue Legislatur. Und natürlich würden wir uns, liebe Kollegin Schulze, noch mehr Frauen hier wünschen im Parlament. Selbstverständlich, da muss auch jeder weiter dran arbeiten. Ich freue mich auch, dass die weitere Stellvertretung jetzt bei der Sozialministerin ist. Auch das ist ein Zeichen und ein Signal in diesem Bereich. Und ich glaube, der Bundeskanzler hat die Parität im eigenen Parlament damals aufgegeben, wie er Pistorius, glaube ich, benannt hat. Auch da muss man dann, wenn man Vergleiche anstellt, irgendwie immer mal schauen, bevor man dann sagt, ja, das ist weg, wie es andere gemacht haben. Naja, auch das gehört dazu, auch wenn Sie es nicht hören wollen. Sie müssen trotzdem immer einen Grundsatz berücksichtigen in diesem Haus, erst hören, dann stören, das habe ich mal gelernt und das ist tatsächlich ein wichtiger Satz, der heute immer noch gilt.
In diesem Sinne nochmal Gratulation an alle, die heute berufen sind in eine große Verantwortung mit einer großen Herausforderung für die Menschen in unserem Land. Ich hoffe, dass wir gemeinsam mit Gottes Hilfe diese Herausforderungen meistern. Ich bin mir sicher, dass wir anpacken für unser Land, für die Menschen. Herzlichen Dank. Herr Kollege, Herr Kollege. Zu einer Zwischenintervention erteile ich das Wort dem Kollegen Professor Hahn. Ja, geschätzter Herr Kollege Holleczek von der CSU, Sie haben es ja gerade selber gesagt, es ist jahrelang nichts gemacht worden. Ich weiß nicht, auf was Sie sich beziehen, aber wir haben eben in der AfD-Rede gehört, ja, die Abschiebequote in Bayern ist bei 6%. Das geht in das Ressort von Minister Herrmann. Die Grenzen sind immer noch nicht gesichert. Was macht Sie denn eigentlich so optimistisch, dass aus diesem Gerede jetzt dann irgendwann mit der neuen Regierung mal ein Handeln wird? Sie haben das ja gesagt, jetzt müsste gehandelt werden. Ist es allein Ihre Person oder geht es einfach so weiter mit diesen Konferenzen, dass nur geredet wird? Wir haben es jetzt auf Bundesebene gesehen und nichts passiert, gerade was die Massenzuwanderung angeht. Also, Sie haben ja, Herr Kollege, das Thema heute in Ihrer Rede angesprochen als Hauptthema. Ich habe am Anfang gedacht, irgendwie geht es am Thema vorbei, weil Sie sich ja nur noch darauf bezogen haben. Aber Sie wissen genauso gut wie ich, dass die Hauptfragen, die es zu lösen gilt, tatsächlich auf Bundesebene zu lösen sind. Ob es die Frage der sicheren Drittstaaten sind, ob es die Frage ist, wo an welcher Grenze dann kontrolliert wird, ob es Prüfaufträge sind, die jetzt wieder abgegeben werden und andere Dinge. Nein, das gehört dazu. Wir haben 2015 schon damals erkannt, dass wir an einer Grenze sind. Nein, schauen Sie, Sie wollen sich ja dem Thema gar nicht stellen. Sie sind eine Ein-Themen-Partei, reiten auf dem Thema rum, wollen sich gar nicht damit auseinandersetzen. Doch. Naja. Sie werden sehen, dass wir alles dazu tun, vom Freistaat, was wir tun können, damit dieses Thema gelöst wird. Wir haben einen hervorragenden Innenminister, der wieder in diesem Bereich tätig ist. Und wir werden in Berlin alles vorantreiben. Herr Kollege, die Redezeit ist beendet. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist damit geschlossen. Und wir kommen zur Abstimmung. Hierzu werden die Tagesordnungspunkte wieder getrennt. Zuerst lasse ich abstimmen über den Tagesordnungspunkt 1. Artikel 49 der Bayerischen Verfassung bedarf die vom Ministerpräsidenten bestimmte Zahl und Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Bestätigung durch Beschluss des Landtags. Hierüber lasse ich jetzt abstimmen. Wer dem vom Ministerpräsidenten bestimmten Zahl und Abgrenzung der Geschäftsbereiche zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der Freien Wähler und der CSU. Gegenstimmen. Das ist SPD und Bündnis 90 Die Grünen und die AfD. Enthaltungen liegen mir nicht vor. Damit bestätigt der Landtag die vom Ministerpräsidenten bestimmte Zahl und Abgrenzung der Geschäftsbereiche. Der Tagesordnungspunkt 1 ist damit abgeschlossen. Es folgt nun die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 2 betreffend der Berufung der Kabinettsmitglieder sowie die Bestimmung der Stellvertreterin bzw. des Stellvertreters des Ministerpräsidenten nach Artikel 45 und 46 der Bayerischen Verfassung. Meine Damen und Herren, Sie haben die Ausführungen des Ministerpräsidenten hierzu gehört und wir kommen jetzt zur Beschlussfassung. Ich darf vorschlagen, die Zustimmung wie bislang üblich in der kumulativen Form zu erteilen. Erhebt sich dagegen Widerspruch? Sehe ich nicht. Wer der Berufung der Kabinettsmitglieder und der Bestimmung des Stellvertreters des Ministerpräsidenten wie vom Ministerpräsidenten vorgetragen zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der CSU und der Freien Wähler. Gegenstimmen, das ist die AfD, das ist Bündnis 90 Die Grünen und das ist die SPD. Enthaltungen liegen nicht vor. Damit hat der Landtag gemäß Artikel 45 und 46 der Bayerischen Verfassung seine Zustimmung zu der Berufung der Kabinettsmitglieder sowie der Bestimmung des Stellvertreters des Ministerpräsidenten erteilt.
Die Bayerische Verfassung schreibt in Artikel 56 vor, dass sämtliche Mitglieder der Staatsregierung vor ihrem Amtsantritt vor dem Landtag den Eid auf die Verfassung zu leisten haben. Und ich bitte jetzt die Mitglieder der Staatsregierung, sich nach meinem Aufruf zur Eidesleistung im Halbrund vor dem Redepult aufzustellen. Zunächst rufe ich auf den Stellvertreter des Ministerpräsidenten und Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Hubert Aiwanger. Ich rufe auf den Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien, Herrn Dr. Florian Herrmann. Ich rufe auf den Staatsminister für Europaangelegenheiten und Internationales, Herrn Erik Beiswenger. Ich rufe auf den Staatsminister des Innerns für Sport und Integration, Herrn Joachim Herrmann. Ich rufe auf den Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Herrn Christian Bernreiter. Ich rufe auf den Staatsminister der Justiz, Herrn Georg Eisenreich. Ich rufe auf die Staatsministerin für Unterricht und Kultus, Frau Anna Stolz. Ich rufe auf den Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Herrn Markus Blume. Ich rufe auf den Staatsminister für Finanzen und für Heimat, Herrn Albert Füracker. Ich rufe auf den Staatsminister für Umwelt- und Verbraucherschutz, Herrn Thorsten Glauber. Ich rufe auf die Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, Frau Michaela Kanepa. Ich rufe auf die Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Frau Ulrike Scharf. Ich rufe auf die Staatsministerin für Gesundheit, Pflege und Prävention, Frau Judith Gerlach. Ich rufe auf den Staatsminister für Digitales, Herrn Dr. Fabian Mehring. Ich rufe auf den Staatssekretär im Staatsministerium des Innern für Sport und Integration, Herrn Sandro Kirchner. Ich rufe auf den Staatssekretär im Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, Herrn Martin Schüffel. Und ich rufe auf den Staatssekretär im Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Herrn Tobias Gotthardt. So, jetzt müssen sich hier alle erheben im Bayerischen Landtag, denn nun folgt die Vereidigung der Ministerinnen und Minister. So, ich spreche jetzt den Kabinettsmitgliedern die Eidesformel vor. Ich schwöre Treue der Verfassung des Freistaates Bayern, gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe. Und ich bitte Sie jeweils einzeln nachzusprechen. Ich schwöre es, und soweit Sie das wollen, mit dem Zusatz, so wahr mir Gott helfe, den Eid zu bekräftigen. Zunächst der Stellvertreter des Herrn Ministerpräsidenten, Herrn Staatsminister Hubert Aiwanger. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Den Staatsminister Dr. Florian Herrmann. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Den Staatsminister Erik Beiswenger. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Den Staatsminister Joachim Herrmann. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Den Staatsminister Christian Bernreiter. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Den Staatsminister Georg Eisenreich. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Frau Staatsministerin Anna Stolz. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Den Staatsminister Markus Blume. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Den Staatsminister Albert Füracker. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Den Staatsminister Thorsten Glauber. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Die Staatsministerin Michaela Kanepa. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Die Staatsministerin Ulrike Scharf. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Die Staatsministerin Judith Gerlach. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herr Staatsminister Dr. Fabian Mehring. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Den Staatssekretär Sandro Kirchner. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Den Staatssekretär Martin Schöffel. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Und den Staatssekretär Tobias Gotthardt. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich stelle fest, dass die Mitglieder der Bayerischen Staatsregierung die von der Verfassung vorgeschriebenen Eid ordnungsgemäß geleistet haben. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen wirklich von Herzen viel Erfolg
auch Freude bei der Arbeit und eine gute Hand für Ihre Tätigkeitsfelder. Danke. Sie sich also alle gegenseitig nach ihrer Vereidigung hier im Bayerischen Landtag. Alle Ministerinnen und Minister haben die Eidesformel, die Gottesformel benutzt. Das mag jetzt hier in Bayern vielleicht nicht verwundern. Wenn man mal aus Berlin berichtet hat, kann ich davon sagen, da ist eher die Frage, wer sie überhaupt noch benutzt. Hier im Bayerischen Landtag war das heute anders. Sie stehen jetzt zusammen, beglückwünschen sich. Eine glückliche Hand ist Ihnen heute öfter schon gewünscht worden, ein gutes Gelingen. Ein Kennenlernen bei einigen wird auch noch der Fall sein. Es sollen eigentlich alle wieder ihre Plätze einnehmen, aber diese Zeit und diesen Raum lässt die Landtagspräsidentin nicht. Wir haben noch einen Tagesordnungspunkt, den wir noch aufrufen müssten. Es gibt nachher noch genügend Möglichkeit. So, und da hat die Landtagspräsidentin jetzt wieder das Kommando übernommen. Wir verabschieden uns damit aus dem Plenarsaal und werden jetzt hier die Gelegenheit noch nutzen, um über das Geschehene ein bisschen zu sprechen. Damit ist also Bayern formal wieder regierungsfähig. Das neue Kabinett steht. Ministerpräsident Markus Söder hat seine Regierungsmannschaft jetzt wieder komplett. Die Namen der Freien Wähler, die vier Minister, waren ja schon bekannt sehr früh, nämlich als der Koalitionsvertrag unterschrieben worden ist. Markus Söder hat es anders gehalten. Er hat tatsächlich bis heute Vormittag gewartet und es sind auch keine Namen durchgedrungen. Tatsächlich wusste niemand, wer werden die neuen, wer werden die alten Minister sein. Ähnlich wie bei den Koalitionsverhandlungen hat also diese Diskretion wunderbar funktioniert. Vielleicht aus Augen von uns Journalistinnen und Journalisten nicht wunderbar. Wir hätten natürlich gerne früher mehr gewusst. Aber Söder wollte das in seinem eigenen Tempo machen. Er hat seinen Rhythmus vorgegeben und es war völlig klar, dass er heute erst diese Namen bekannt geben würde. Die Diskretion hat funktioniert und Söder weiß natürlich auch, wie die Medien funktionieren. Ja? Wenn er die Namen schon letzte Woche oder vielleicht sogar schon vorletzte Woche bekannt gegeben hätte, dann hätten wir alle darüber berichtet und dann wäre es sozusagen ein Haken dran gewesen. Heute hätten wir noch mal den Vollzug gemeldet, aber es wäre nicht mehr die große Berichterstattung gewesen. Nein, Söder hat es andersrum gemacht. Er hat zwei Wochen lang, wie er gesagt hat, noch mal nachgedacht. Er hat noch mal nachjustiert. Er hat überlegt, wer kommt rein, wer geht raus. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir Journalistinnen und Journalisten ganz oft spekuliert haben, dass wir uns in vielen Gesprächen überlegt haben, wer könnte reingehen, wer könnte rausgehen. Und erst heute am Vormittag hat Söder die CSU-Fraktion informiert und davor, so hören wir zumindest aus der CSU, tatsächlich erst die betroffenen Ministerinnen und Minister. Über dieses neue Kabinett, da möchte ich jetzt mit meiner Kollegin aus der Redaktion Landespolitik sprechen, mit Anita Fünfinger, die eben noch hier hinter uns im Plenarsaal oben saß und die ganze Veranstaltung kommentiert hat. Anita, die Vereidigung, wie hast du dieses ganze, diese zwei oder anderthalb Stunden jetzt heute erlebt? Ich finde sowas ja schon immer wirklich festlich. Also da kommen nicht nur alle im feinen Zwirn an, sondern sie fühlen sich auch so. Das ist ja auch was ganz Besonderes, wenn man seine Hand hebt und schwört. Ich darf das vielleicht noch mal zitieren, wie der ganze Schwur lautet. Das muss man erst mal sagen. Ich schwöre Treue der Verfassung des Freistaates Bayern, gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten. So wahr mir Gott helfe. Haben alle dazu gesagt, haben wir eben ja schon thematisiert, ist jetzt in Bayern vielleicht nicht so verwunderlich. Eva, in der Tat. Aber es ist, wie ich finde, etwas ganz Feierliches, eine Vereidigung. Man merkt jetzt hier auch die ersten Leute kommen jetzt aus dem Plenarsaal raus. So diese Spannung, die jetzt hier so ein bisschen in der Luft gelegen ist, die ist jetzt ein bisschen raus. Ja, es war ja bis heute Vormittag tatsächlich die große Frage, wer sind die der Neue? Lass uns mal schnell auf diese beiden Postenwechsel schauen. Judith Gerlach als Gesundheitsministerin. Hast du damit gerechnet? Wie,
Das ist ja schon gemunkelt worden. Also das war uns jetzt nicht neu hier in der Landespolitik, die du ja noch viel mehr darüber lange berichten. Und sie hatte ja schon von vornherein eine Jobgarantie. Gibt es ja auch selten, dass man die auf offener Bühne bekommt. Judith Gerlach hat das bekommen. Sie müsse sich keine Sorgen machen, hat Markus Söder zu ihr gesagt. Und das heißt nichts weniger als, natürlich wird die was. Bei der anderen ging es ja nicht so. Judith Gerlach bekommt ja ein Superministerium, kann man sagen. Sie bekommt nämlich noch dazu die Vorsorge, nee, so heißt es nicht die wirklich. Prävention. Sie sehen, wir plättern hier noch. Damit die Prävention. Sagen. Prävention, ganz genau. Genau, also sie bekommt die Prävention noch dazu, ein weiteres wichtiges Standbein. Und man kann sich ja auch vorstellen, Judith Gerlach, die zuerst sich ums Digitale gekümmert hat. Die Digitalisierung ist ja auch ein Thema, das in der Medizin durchaus sehr wichtig ist. Wir kennen alle diese vielen Formulare und Zettel, die es da gibt, die es in anderen Ländern vielleicht schon längst nicht mehr gibt. Und da wird Judith Gerlach sicher ansetzen und weiter in diesem Themengebiet arbeiten, das sie sich jetzt so die vergangenen 5 Jahre erarbeitet hat. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, du hast es ja gesagt, ein Superministerium, also für Gerlach eine riesige Aufwertung. Mit diesem Digitalministerium, das sie ja bislang geführt hat, da hatte die, das muss er sich mal vor Augen halten, ein Budget von 0,16% des bayerischen Haushalts. Also das ist ja eigentlich gar nichts. Und sie hatte auch keine konkreten Gestaltungsmöglichkeiten. Das heißt, jetzt eine richtige Beförderung, kann man sagen, aber ja auch ein Haus mit vielen, vielen Baustellen. Das sind nicht nur viele Baustellen, wie ich finde, sondern auch viele Fallstricke. Man kann ja in der Gesundheit ganz, ganz schnell in die falsche Falle tappen. Erinnern wir uns daran, wenn wieder ein Skandal ist, sei es nun Blutkonserven hatten wir schon. Wir hatten schon Gesundheitsminister, die gehen müssten wegen verschiedener Skandale. Also da ist nicht alles schön, kann man sagen. Da muss man auch ein gutes, breites Kreuz haben, um das alles durchzustehen. Da kann man nicht nur immer nett sein. Das ist in der Gesundheit niemals der Fall, weil es ja auch nicht nur ein Landesthema ist. Gesundheit hat ja auch immer viel mit dem Bund zu tun. Da kann man sich also auch schön streiten mit dem Bundesminister. Und für all das braucht man auch nicht nur ein ordentliches Selbstbewusstsein. Und das hat Judith Gerlach meines Erachtens, sondern auch wirklich ein gutes, profundes Fachwissen. Sie gilt ja als eine, die sehr fleißig ist. Das wird sie wohl auch sein müssen, weil wenn wir uns die Gesundheit oder den Pflegebereich gerade anschauen, das ist ja einer der Bereiche mit einem riesigen Fachkräftemangel. Also da wird Gerlach sich was einfallen lassen müssen. Und wir werden da, schätze ich mal, die nächsten 5 Jahre gut mit drauf schauen. Lass uns noch auf den anderen Posten, auf den neuen schauen, das Europaministerium. Die alte geht, ein neuer kommt. Und er kommt aus Schwaben, das hat auch sein müssen. Das bayerische Kabinett soll ja immer so besetzt sein, dass tatsächlich alle Regierungsbezirke vertreten sind. Und da hat einfach auch ein Schwabe gefehlt, nämlich der Gesundheitsminister Klaus Holitschek ist in die Fraktion gewechselt und jetzt musste ein neuer her und der heißt Erik Beiswenger. Ich lese noch ab, weil heute auch in der Debatte haben ein paar Redner auch Beiswenger gesagt, wir brauchen auch noch Erik Beiswenger heißt der Mann. Er hat eine lustige Kombi, wie ich finde. Er ist Biobauer und Bankkaufmann. Genau. Und er ist seit 10 Jahren im Landtag. Also er hat schon 2 Legislaturperioden Erfahrung sammeln können. Du hast gesagt, er ist Biobauer, das heißt, er kennt sich aus mit dem Thema. Beiswenger hat, als das Artenschutz-Volksbegehren aktuell war, sehr mit seinen Kenntnissen überzeugt, hat offenbar Söder auch sehr begeistert. Er kommt aus dem Stimmkreis Lindau-Sonthofen, er hat dort das Direktmandat jetzt auch wieder geholt, eben seit 10 Jahren im Landtag. Ja, Beiswenger wird wohl diesem Europa, so verstehe ich zumindest, diesen personellen Wechsel, diesen Europabereich irgendwie neu anschieben sollen. Oder wie verstehst du diese Berufung? Absolut. Und da steckt ja noch ein anderer Gedanke auch dahinter. Er kennt sich nicht nur mit europaweiten Themen aus. Artenschutz hast du angesprochen, der endet ja nicht an der Grenze. Und wir haben heute auch schon erfahren, dass er fließend Sprachen spricht, nicht nur Englisch und Französisch. Ist in Brüssel jetzt nicht das Allerschlechteste, wenn man das kann. Eva kann es übrigens auch hervorragend. Erik Beiswenger soll auch die starke Stimme sein für den anstehenden Europawahlkampf. Der naht ja und auch da zittert man etwas davor, was da wohl kommen mag. Im Europawahlkampf wird der Ton auch relativ scharf sein und da hat man jetzt natürlich auch nach jemandem gesucht, der dieses Thema und Europa, das muss man überzeugend drüber bringen, der dieses Thema richtig anschieben kann.
Genau, das wird die große Aufgabe von Erik Beiswenger wohl sein. Lass uns noch ganz kurz auf den Rest schauen. Du hast ja gesagt, Söder hat vielen eine Kabinettsgarantie und manchen sogar ja eine Jobgarantie gegeben. Lass uns mal kurz auf die Minister schauen, die eigentlich in ihren Ämtern klar waren. Beginnend mit Füracker. War klar, Finanzminister, einer der engsten Kollegen von Söder, einer seiner engsten Berater, die zwei, die auch menschlich wahnsinnig gut miteinander können, war klar, Füracker bleibt. Lass uns mal noch auf die anderen schauen, beispielsweise Michaela Kaniber. Auf die setzt Markus Söder ganz besonders. Das haben wir im Wahlkampf ja auch schon immer beobachten können. Auch er hat Michaela Kaniber eine Jobgarantie gegeben. Beim CSU-Parteitag war das, wenn wir uns richtig erinnern. Da ging es darum, dass die Freien Wähler ja eigentlich eingefordert hatten. Und sie konnten sich das Landwirtschaftsministerium auch ganz gut vorstellen. Da hatten sie aber nicht mit der Replik von Markus Söder gerechnet, der direkt ja dazu gesagt hat, nee, das bleibt schön in unserer Hand und sogar in der Hand von Michaela Kaniber. Die bekommt jetzt noch was dazu, nämlich den Tourismus. Das ist nicht ohne Tourismus. Bayern ist Tourismusland und Michaela Kaniber kennt sich da sogar noch persönlich aus. Ihre Eltern, Eva, haben ein Hotel. Sie kommt aus der Gastronomie. Genau, sie ist ein Gastronomiekind. Tourismus und Gastronomie, also zwei Bereiche, die, könnte man sagen, die CSU den Freien Wählern abgenommen hat. Und ich glaube, das tut Hubert Aiwanger schon weh, diese beiden Bereiche abgegeben zu haben oder abgeben zu müssen. Denn Aiwanger war ja in der Vergangenheit schon sehr oft unterwegs. Gerade im Tourismusbereich hat er gern Förderbescheide verteilt. War viel bei den Menschen, hat viel mit den Menschen gesprochen und diese zwei Säulen, die verliert er jetzt. Dafür hat er die Jagd dazu bekommen. War wohl, was wir so hören, sein persönliches Interesse. Aber das ist wahrscheinlich im Laufe von Koalitionsverhandlungen, muss es so sein. Man bekommt was, man muss was abgeben. Aber für Michaela Kaniber ganz klar eine Aufwertung. Vielleicht noch mehr ein Superministerium als das Gesundheitsministerium. Und dazu kommt, dass Michaela Kaniber ja auch noch die Veterinärkontrollen bekommen hat. Also auch für sie eine massive Stärkung ihres Bereichs. Und weil wir gerade über Frauen sprechen, das ist ja so ein Punkt. Es gibt bei den CSU im Rahmen oder in der CSU-Runde nur noch eine weitere Frau, nämlich Ulrike Schaaf. Also wenn wir uns anschauen, 10 CSU-Minister und gerade mal 3 Frauen, ist eigentlich für das, was Söder sich noch vor kurzem auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich die berühmte Parität, kein besonders tolles Ergebnis. Nein, die Parität ist jetzt erstmal vorbei, das muss man einfach so sagen. Und es ist ja so, wenn man da CSU-Leute fragt, sag mal, wo sind denn eure Frauen? Kann doch nicht sein, dass sie alle nichts können. Dann wäre so eine typische CSU-Antwort ja immer, ja, die werden ja auch nicht aufgestellt bei den Listen oder sie wollen das nicht. Ich denke, die Wahrheit liegt da schon in der Mitte. Man muss vielleicht manche auch etwas nach vorne schieben. Das gehört zur Wahrheit schon auch dazu. Aber du sagst es, von der Parität haben wir uns jetzt erstmal bei diesem Kabinett verabschiedet, denn da eine Quote von 4-18, wenn wir es gesamt betrachten. Also mit dem Ministerpräsidenten sind es ja 18 und davon 4 Frauen. Da muss man jetzt in Mathe nicht besonders gut gewesen sein. Das haut nicht ganz hin. Die Fraktionschefin der Grünen, Katharina Schulze, die hat das ja vorhin sogar auch in ihrer Rede natürlich erwähnt. Das ist ja auch eines ihrer großen Anliegen als Grüne. Sie hat gesagt, wenn ich mich recht erinnere, da sei die Zahl von 28 auf gut 22% runtergegangen. Also schon ein relativ schwaches Ergebnis. Was man so hört, was Markus Söder, als er den Freien Wählern das 4. Ministerium gegeben hat, ein großes Anliegen, dass diese 4 Ministerien nicht alle von Männern geführt werden, sondern wenigstens eine Frau auch Ministerin wird. Eine ist es geworden, Anna Stolz, zuerst Kultusstaatssekretärin unter Michael Piazzolo, jetzt die neue Kultusministerin, aber die ja auch eine Riesenaufgabe vor sich hat mit diesem Kultusministerium und dann auch noch ohne Staatssekretär an ihrer Seite. Also da viele Aufgaben, Lehrermangel, viele Flüchtlingskinder, da wird auch viel zu tun sein. Lass uns mal ganz kurz noch die anderen Minister kurz anschauen. Florian Herrmann, Christian Bernreiter, Markus Blume, die alle dürfen ja bleiben. Ich würde auch sagen, das sind sichere Banken von Markus Söder. Vielleicht hat er so auch gerechnet. Wir haben über Füracker schon gesprochen. Die beiden schätzen sich wirklich auch persönlich sehr. Über Joachim Herrmann als Innenminister eine absolut sichere Bank stets gewesen. Florian Herrmann stand meines Erachtens nie zur Debatte, dass der etwas anderes machen könnte oder müsste. Er ist einfach Staatskanzleichef und damit auch eine sichere Bank.
Also ein erster Blick auf dieses neue Kabinett, auf die neue bayerische Regierungsmannschaft. Vielen Dank dir. Wir werden natürlich in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren uns diese Arbeit dieses Kabinetts, dieser neuen Staatsregierung anschauen und verabschieden uns damit aus dieser Übertragung hier aus dem Bayerischen Landtag.